Leck, mais ça y est, tout. Doch schwimmen? Na ja. Oh, ein Trottel, der sein Pferd so komisch geparkt. Alter Falter. Was? Wir haben etwas. Okay, es ist menschlich. Ja. Hallo? Mahlzeit? Keine Panik. Sie sind jetzt in Sicherheit. Ja. Bitte verzeihen Sie die Überprüfung. Wir können kein Risiko eingehen. Warum nicht? Freeman? Ja. Gordon Freeman? Ja, immer noch. Sind Sie das? Nein. Wie sind Sie so schnell hergekommen? Zu Fuß. Ja, überrascht sein und erleichtert. Und schnell, ich bin Dr. Mossman, Dr. Judith Mossman. Ich Was ist das hier? Ich habe Ihnen schon vor der Black Mesa Sache gehört. Oh, Black Mesa. Ich beneide Sie so, dass Sie damals Black Mesa mit Dr. Kleiner arbeiten konnten. Ach, das wär's. Sie können jetzt durch. Ich bringe Sie sofort zu Ihnen. Er würde mir nie verzeihen, wenn ich Sie warten ließe. Ich lasse dich mal kurz warten. Hallo. Oh. Wir können hier auf jeden Fall etwas Hilfe gebrauchen. Hilfe, ne? Wir haben bislang schon viel erreicht, aber es würde so viel schneller gehen, wenn wir mehr Leute mit Ihrer Ausbildung hätten. Ausbildung vor allem, ne? Wir stehen kurz vor einer verlässlichen Teleport-Technologie. Etwas, was die Combine nie geschafft haben. Ja. Eli glaubt, ihre Portale sind stringbasiert, so wie beim Calabi-Yau-Modell. Doch sie haben die dunkle Energie nicht berücksichtigt. So können sie zwar herkommen, aber sobald sie hier sind, brauchen sie den hiesigen Transport. Wenn sie wüssten, was wir mit Verschränkungen machen. Fair, was? Ich habe keine Ahnung. Kann mir, wenn irgendeiner das Gerede versteht, ne, möge er mir bitte übrigens das, ich freue mich, bitte noch schreiben, mal wie es ihm ist. Mit ihnen zusammenzuarbeiten. Wo war ich? Ach ja. Beim Knopf drücken. Dr. Kleiner konnte das Zen-Relais viel stärker komprimieren, als er je erwartet hatte. Wir wissen, die spielen Schach. Zen quasi als dimensionale die wird gekocht. Verwenden können, sodass wir durch die Grenzwelt schwingen und zum lokalen Raum zurückkehren können, ohne sie zu passieren. Die gearbeitet anscheinend. Oh, hier ist Eli. Okay, gut. So weit am Arm. Eli, schau, wen ich gefunden habe. Geht es noch tiefer? Lass dich, mein Sohn, Junge. Hallo. Mein Gott, du hast die Antik verändert. Wie machst du das nur? Ja, frag die Entwickler. Ah, wann war das? Du solltest doch nach der Resonanzreaktion Hilfe holen. Ich hätte nicht gedacht, dass du dafür so lange brauchst. Jedenfalls willkommen im Labor. Ist nicht Black Mesa, aber für uns ist es genug. Jetzt, wo Dr. Freeman hier ist, wird es fast so sein wie in Black Mesa. Ganz genau. Ich hoffe nicht. Leute mit MIT-Abschluss sind heutzutage knapp. MIT-Abschluss. MIT, oder nicht? In den Labormantel wechseln. Ich beende hier nur schnell was, dann kümmere ich mich darum. Dr. Freeman, es ist mir eine Ehre. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit. Ja. Sieh dich ruhig um. Oh, Familie. Kann ich damit spielen? Hallo? Das Portal funktioniert fast wieder. Aber ich könnte schon verstehen, wenn du das nicht als erster testen willst. Nee, ich will jetzt gerne hier mitspielen wollen. Oh. Ah! Oh, dich kenne ich doch. Sie wurde uns sagen, hallo Alex.
Ja. Hast du das nur so schnell zu Fuß geschafft? Ich war nicht zu Fuß, ich habe das Porsche Butter gekriegt. Ja. Verdient. Danke, du hast bewiesen, dass du draußen zurechtkommst. Gordon wird mit allem fertig. Du könntest die einzige Ausnahme sein. Dad, bitte. Na ja, ne, also... Mache ich. Bin schon dabei. Oh. Du meinst, das meinst du? Entschuldigung. Arbeiten. Die Reparaturen laufen gut. Die Kapazität des Tyristors wurde falsch berechnet. Soll ich jetzt schuld sein? Ganz und gar nicht. Das war ein Berechnungsfehler, kein mechanisches Problem. Vielleicht sollte ich dann nächstes Mal die Berechnungen und die Installation machen. Alex, wirklich? Manchmal denke ich, du willst mich nicht verstehen. Oh, Regenbogen. Alex, warum nimmst du Gordon nicht mit und lässt ihn mit dem Graviton üben? Klar. Komm mit, Gordon. Jetzt wird's richtig lustig. Der Nullpunkt-Energiefeldmanipulator ist kein Spielzeug. Lass uns gehen. Du kennst Dr. Mossman also schon. Ja, leider. Gerade auch ihretwegen bin ich so oft draußen. Sie redet dauernd davon, was sie in der Versuchskammer bei Black Mesa getan hätte. Hat sie nicht, konnte sie nicht. Okay, ich sollte sie nicht so schlecht machen. Hier unten wird es nur manchmal zu eng. Das ist der alte Weg nach Ravenholm. Ravenholm, da gehen wir nicht mehr hin. Warum nicht? Los jetzt. Ich habe zwar gerade was gefragt, aber bitteschön, gehen wir halt. Mir doch egal. Ich geh Knöpfe drücken, ne? Komme! Lade Daten. Wir haben jetzt viel gesehen, wir haben jetzt viel erlebt hier drin schon. Ist ja Wahnsinn, ich bin halb begeistert. Ich muss schon trinken. So. Weiter geht der Spaß. Ah, wir haben versehentlich uns Alex gerade in den Kopf geschossen. Das hat bloß keiner gesehen. Also hier auch nicht. Der hat uns sehr gemeckert. Was zum Henker? Da wären wir. Der Schrottplatz. Ja, was soll ich hier? Das ist das Graviton, von dem mein Vater sprach. Grav was? Kannst es auch nulldimensionalen Energiefeldmanipulator nennen, wenn es sein muss. Ist eigentlich für Gefahrgut gedacht. Aber wir nehmen es hauptsächlich für schwere Lasten. Aha. Versuch es mal. Der erste Zug löst eine Entladung aus, die den fortstößt. Ist gut zum Räumen von Minenfeldern. Mit dem zweiten Zug kannst du Sachen nehmen. Mit dem ersten Zug wirfst du sie. Wenn du etwas genommen hast, kannst du es mit dem zweiten Abzug auch sanft absetzen. Nimm den Tisch auf und wirf es. Du kannst Sachen auch heranziehen. Hol mal diese Fässer von da oben runter. Moment. Okay. Was für ein Hast du? Beware of Dog. Moment, ihr habt die Hunde?
das nicht Doc rufen. Apportieren hat's ihm angetan. Aber. Was zum Henker? Braver Hund. Guten, das ist Doc. Dad baute ihn damals, damit er auf mich aufpasst. Das erste Modell war nur so hoch. Seither habe ich ihn down verbessert. Nicht wahr? Okay, Doc, wir spielen Fangen mit Gordon. Nimm das Gravitron dafür. Okay. Also los, Doc, wirf! Guter Fang! Noch ein Wurf, Doc. Na komm. Genial. Nochmal, Doc. Sagenhaft. Doc, hol deinen Ball. Oh ja, Ball spielen. Ball spielen ist toll. Das primär ab. Doc spielt gerne apportieren, aber das heißt nicht, dass nur er apportiert. Oh. Okay, Gordon, versuchen wir was Neues. Da wird was Größeres. Nein, Doc. Nein, Doc. Hinlegen, leg es hin. Was ist, Doc? Oh, verdammt, was war das? Scanner! Oh, die Combine scannen in diesem Bereich. Wir müssen zurück zum Labor. Komm schon, Gordon. Komm rein, Hündchen, komm! Hä? Dad, hier Alex. Super. Hörst du mich? Alex, Liebchen. Was ist da drinnen los? Wo bist du, Alex? Wir stecken in der Schrottplatzschleuse voller Autozyklus. Ist Gordon noch bei dir? Er ist hier. Hallo. Gut, ihr zwei solltet jetzt. Dad? Bring Gordon hier raus. Geht an die Küste. Geht nicht durch Raff. Dad? Geht nicht durch Raff. Ja, nee, ist klar. Verdammt. Doc, mach die Schleuse auf, hol uns hier raus! Hündchen, los, mach! Schneller! Rüms! Rüms! Das reicht jetzt, Doc! Komm schon, Gordon! Mach hin! Mit dieser Rennerei hier! Nee. Unbedingt. Ich bleibe bei Vater. Doc, bring Gordon zum Ravenholm-Tunnel, dann komm wieder her und such mich. Schneller! Na gut. Hundchen, wenn du mal so... Ja, okay. Sehen wir uns wieder, Hundchen?
Oh. Ich mag den auch wohl. Also Doc ist echt eine Figur, die ich echt mag. Die ist toll. Tja, wir sollen durch den Tunnel gehen. Ich hab's geahnt, sowas. Dabei hat auch Papa gesagt, wir sollen nicht durch Raven, durch Raff gehen. Aber wenn wir jetzt hier durch Raff sind, dann... Ich mag hier nicht lang. Da ist ein Weg. Blöde Krabbe, blöde. Okay. Ach man, ich und Leitern steigen, ne? Na gut. Ladedaten. Wir gehen nicht nach Ravenholm. Die Schrift sagt es doch schon. Und wie es in Ravenholm aussieht, Freunde, das sehen wir in der nächsten Folge, im nächsten Let's Play zu Half-Life 2. Bis dahin. Ciao.